Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Zero Escape, The Nonary Games mit mir, Isay von Orange Force. Wir sitzen nach wie vor immer noch in der Küche. Ich habe noch gar nichts gemacht. Oh, ein Serving Table. Ja, das ist interessant, dass dann hier das ganze Essen stehen soll, was dann die. Ja, und so weiter und so fort. Aber warum gibt es so viele? Was? Warum gibt es so viele Teller? 10. Wenn sie umdreht, sehen sie aus wie Hüte. Das sind Suppenteller. Oh mein Gott. Oh mein Gott. For Appetizers. Ich verstehe auch nicht, weißt du, das verstehe ich jetzt auch gerade nicht. So, was haben wir jetzt hier? 15 Platten, Teller für... Warum sind die jetzt hier für Meeresfrüchte? Ja. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die sehen aus wie alle anderen Teller. Ja. Okay. I feel sorry for June. Der Alten traue ich eh nicht. Why? Warum bringst du jetzt hier... Okay, machen wir weiter. Wir haben hier noch mehr Teller. Die klicken wir jetzt auch noch an. Und auf denen soll Fleisch serviert sein. Ja, ganz ehrlich. Es ist jetzt, als muss ich diese Scheiße wissen. Jeez, verdammt. Aber richtig, was... Oh, warte mal. Ein Vulture. Der Vulture, er zeigt nicht die Nummern der Platten auf dem Tisch an. Er sagt Appetizer 9, Meat Dish 10, Soup A, Seafood Dish, Soup A, Seafood Dish F. Und Tables on 9, er wird 16 Meat, 10 Soup, 15 Seafood. Achso. Ja, A wäre dann 10 und F wäre dann 15, hexadezimal. Ach komm, Leute, ja, ich weiß, was hexadezimal ist. Das wisst ihr hoffentlich alle auch. Also hexadezimal, das ist dann praktisch das nicht das Zahlensystem, wie Sie hier kennen, sondern das ist praktisch, dass es nur ein einziges Zeichen für Zahlen gibt von 1 bis 15 oder 0 bis 15. Das heißt. Ab der 10 wäre das dann A, B, C, D, E und F und so weiter. Und wenn man dann die F hereinzeigt, dann steht dann die 1, 0, was dann 16 sind, als 16 zu lesen sind. Ah ja. Ich weiß, was hexadezimal ist. So. Okay. So. Das ist auch richtig, aber das ist falsch. Ach so, 10. Stimmt. Ja, also ist doch alles richtig. Ja, gut. Hä, warum haben die dann erst rumgelabert? Nö, das ist richtig, nicht richtig. So, gucken wir erstmal zur Seite. Was haben wir hier? Oh, das sieht aus, als wäre die Kanne aus Silber. Ja, natürlich, weil die Kanne auch so entscheidend ist, wie der Tee schmeckt. Ach nein. Wenn ich das schon wieder sehe, da kriege ich schon wieder Sodbrennen. Oh, wenn ich zurückdenke, oder wenn ich daran denke, mal einen Tag einfach zurücklehnen, mit June einen Tee trinken. Oh, das wäre so ein... Was? Könnte so ein Tag jemals für mich geschehen? Jumpy? Oh, nichts. Wir haben kein heißes Wasser, also sollten wir weitermachen. Okay. Oh. Was haben wir denn hier? Erstmal hier weg in den ganzen Scheiß. Oh, das ist so viel Stuff hier. Ganz viele. Achso, Dosen. Pantry. Okay, was haben wir hier? Milch in einen.
Alter, das ist ja richtig eklig, ey. Das muss ja. Ja, wenn ihr das öffnet, das wird so abartig stinken. Leute, was haben wir hier? Käse. Was ist das denn? Da, hinter dem Käse ist was. Ja, du hast recht. Okay. Los, lass uns den Käse wegschieben. Was haben wir jetzt hier? Eine grüne Flasche. Ein Item. Okay, Öl. Wir haben Öl. Ich weiß noch nicht wofür, aber wir haben es. Ist mir scheißegal. Das ist Gouda-Käse. Der bekannteste holländische Käse. Wer das nicht anschneidet, dem wird es niemals schlecht. Okay. Wir könnten das essen. Schön. Yeah, kann ich mir gut vorstellen, dass es schwer ist, in so einer Situation hungrig zu werden, wo man jetzt jederzeit das saufen könnte. So, hier gibt es nichts mehr. Das verstehe ich nicht, warte mal. Da ist was. Ich wusste es doch. Ein Messer. Ja gut, dann nehmen wir halt das Messer mit. Also, ein rostiges Messer. It's futile. You know, a waste, useless, pointless. Gott im Himmel. Es ist nutzlos, es ist Müll, es ist sinnlos. Oh. Any particular reason you wanted to bring that up? Gibt's einen Grund dafür, dass du das nennst? Ja, oh, no reason really. Ach Gott, die alte Sünde. I was just thinking about futility. Was? Futility? Huh? Why were you thinking about futility? Well, it has something to do with the Titanic. Nein, jetzt geht der Scheiß wieder an, Leute. Warum bin ich nicht ins andere Zimmer gegangen mit Ace, Snake und so weiter? Warum höre ich diese ganzen Vollidioten? Die Titanic? Ja, die Titanic. Have you ever heard the story that the sinking of the Titanic was predicted? Komm, Leute, jetzt labert die erst von dieser Mumie, die eingefroren war. Jetzt kommt wieder, hast du schon mal die Story gehört, dass das Sinken der Titanic vorhergesagt wurde? Nein, habe ich nicht. Okay, in 1892, 14 Jahre bevor die Titanic versank, eine Novelle. Okay, ein Buch wurde praktisch veröffentlicht mit dem Namen Futility, weiß ich gerade nicht, was das heißt. Gut, Amerikaner hat es geschrieben, schön. Es ging um eine Geschichte, um ein großes, großes Schiff, was dann mit dem Eisberg zusammengestoßen und versunken ist. So, also die Titanic, okay. Of course, if that was the only similarity, there wouldn't be any reason to mention it. Aha, also gibt's noch mehr. Was it, though? The name of the ship, its nationality, course, departure time? Der Name des Schiffs, die Nationalität, den Kurs, die Abreisezeit. Displacement, maximum speed, number of passengers and crew, the number of lifeboats, even the location of the accident itself, and the cause, and the location of the damage. Okay. Everything matches the Titanic almost exactly. Alles klar. It was almost as if he'd seen the whole thing happen. Okay, okay. This book was written 14 years before the Titanic sank. Das ist ja interessant. Ist das wirklich so? Wurde wirklich so ein Buch geschrieben, wo das alles so drin war? Oder labert die mich hier gerade mit Scheiße voll? Was, das ist nicht alles? Es war nicht nur das Buch, was zu sinken der Titanic? Two other similar stories written by a man named William Thomas Stead. Also, es wurden noch zwei ähnliche Geschichten geschrieben bei irgendeinem anderen Typen. Both of them before the accident. Auch beide vor dem Sinken der Titanic? And one in 1892. 1886? Okay, okay. Stead wrote two stories that had striking similarities to the Titanic disaster. War wohl eine bekannte Storyline damals, huh? In one, two ships collided. Many of the passengers died because there weren't enough lifeboats. Okay, in eins sind zwei Schiffe zusammen kollidiert und eine Menge Leute sind gestorben, weil es nicht genug Rettungsboote gab. In den anderen ist das Schiff mit einem Eisberg kollidiert und versank. I'll give you that it seems a little weird, but ja, es sieht ein bisschen komisch aus, da hat sie recht. I'm pretty sure it wasn't too uncommon for ships to hit icebergs back in the day, or even other ships. Das ist zum einen, zum anderen, wenn das eine Buch sich gut verkauft hat, dann
bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es einfach Geschichten gibt, die so ähnlich klingen. Aber man muss schon sagen, wenn alles, wenn komplett alles, jedes einzelne Detail bei dem einen Buch richtig war, das war schon ziemlich strange. Aber die anderen zwei, glaube ich, die sind jetzt nicht so interessant. Right. I knew you'd say that. Ah, es war mir klar, dass du das sagen wirst. Okay. But what if Stead had some sort of special powers? Der ist der Geringste mit Special Powers. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Der hat vielleicht das Buch des anderen gelesen, ist lebt in einem anderen Bereich oder in einem anderen Land oder so und hat dann halt einfach seine Stories geschrieben, weil die einfach bei dem da gut ankamen. Hat er die selber jetzt nochmal geschrieben? Oder? To be more specific, what if he had the ability to do automatic writing? Was? Wenn er die Fähigkeit hat, automatisch zu schreiben, also dass er von alleine geschrieben hat, dann das alles. Ach, das ist doch Schwachsinn. Automatic writing. Was? Wait. Are you? Warte, bist du? Are you talking about when someone's possessed by a spirit and then they write a bunch of stuff without knowing what they're writing? Das ist totaler Scheiß. Das ist totaler Scheiß. Ja. What do you mean? Yes, that stuff's a load of bull. Da hat er aber recht, ganz ehrlich. Okay, let's say hypothetically that automatic writing isn't a total load. Okay, jetzt sagen wir mal, ganz theoretisch, dass automatisches Schreiben nicht kompletter Bullshit wäre, was es aber ist. Dann? Still couldn't have predicted the sinking of the Titanic. Dann hätten sie nicht. Ja, gut, wenn es hypothetisch möglich wäre, dann kommt er wieder darauf zurück. Na gut, es gibt ja wieder irgendeinen Geist, der hat ja hier Begriffe, ihn halt übernommen und soll den Scheiß schreiben. Nobody had died on the Titanic yet. Ja, das ist total Schwachsinn. Was? Wieso soll denn keiner sterben? So, if automatic writing is about being possessed by dead people, who the hell possessed him so he could write that stuff? Stimmt. Stimmt. Ja, okay, okay. Das ist es nicht, warte. Was ist denn nicht? Okay, er war nicht von einem Spirit. Was? What are you smoking? Was raus? Thomas Stead was a passenger on the Titanic. Okay. He just wrote down what he saw with his own eyes. Hä? 20 years before it happened. Leute, ich kann mir die Scheiße nicht länger anhören. Why don't we talk about this some other time, okay? Ja, das sehe ich auch so. Das ist totaler Scheiß. Das war schon wieder komplette Krütze, hä? Aber on, let's get back to it. Lass uns zurückgehen. Okay, wir haben ein rostiges Messer. Aber damit können wir nicht arbeiten. Das müssen wir erstmal wieder in Ordnung bringen, das Messer. So, sehen wir weiter. Was haben wir hier? Okay, überall Teller und so weiter. Was haben wir hier? Wir brauchen einen Zahlencode. Okay, es ist eine Ofentür. Wir brauchen dafür eine Zahlenkombination für die Ofentür. Toller Scheiß. Okay. Mülleimer. Nichts drin. Santa, wenn du durch den Müll kriegst, das sieht richtig, das passt richtig zu dir. Was hast du gesagt? Hör zu, Frau. Oh Gott, Leute. Oh mein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemand gefragt habe, etwas zu tun. Ex-squeeze? Was? Ex-squeeze me? Leute, seid ihr alle noch bescheuert oder was hier? Nehmen wir das Nudelholz hier und die Bretter oder? Oh, Countertop. Nichts Nützliches, gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Und da hinten ist auch nichts mehr Nützliches. Und was haben wir hier? Die Metal Crate on top. Ja und?
wahrscheinlich. Okay, das Ding ist sogar noch an. Okay, also wir können damit gerade gar nichts anfangen. Was? Ach, Leute. Ihr sollt nicht den ganzen Scheiß mitnehmen. Ja, warum ist es nicht mit hier? Bist du bescheuert? Seven. Oh, das war gemein. Du glaubst nicht, dass ich ein Biest wie Sieben in mein Haus lasse. Aber ganz ehrlich, ja, wieso sollte man Töpfe und Pfannen einfach als Waffe mitnehmen in dem Bereich? Das ist totaler Scheiß. Why so serious? Oh mein Gott. Okay. Wir sind wieder am Anfang. Ja, scheiße. Ja, ich weiß auch, dass hier ein verdammtes Puzzle irgendwo ist. Aber ich weiß noch nicht wo. Wir haben schon mal zwei Items gefunden, die wir auf jeden Fall brauchen werden. Was ist denn hinten mit der Tür? Das geht nicht auf. Und mit Öl? Ah, natürlich! Wir haben etwas Öl drauf, Mann! Hey! Come on, you little son of a bitch! Und es geht auf! Ha! Du hast es geschafft, Jumpy! Du bist so klug! Ah! So, oh! It's cold in here. Geil. What is this place? Das ist der Kühlraum. Spaß. Are you blind? It's the freezer. Ja. Oh, no way. That's way too cold for me. Ja, weil du so tolle Klamotten an hast. Die zeigen ja überhaupt kein bisschen Haut. I'll freeze solid in seconds. Sorry, but I'm afraid I'll have to pass on this. Ja, dann verpiss dich, geh raus. Meine Fresse, ey. Jeder kotzt mich hier in der Gruppe an. Oh, whoa. It's really cold. Hey, you don't need to be in here. You had a fever just a little bit ago. You should stay outside. We got this. No, I'm fine. Nein, mir geht's gut. Fever's gone now. Das Fieber ist verschwunden. Aber... Gut. Huh? Was? No. Why did it sudden? Ah. Aua. The knob's frozen. But why? Aber warum? It looks like the pipe next to it broke and. Hey, Lotus. Lotus. You're out there, right? What do you want? What's going on? The door won't open. Okay, los, es ist doch da. Ey, was ein Glück. Die Tür geht nicht auf. Kannst du es öffnen? Oh, fine. If you say so. Hold on. Halte. It's no use. It won't budge. Okay. You've got more people in there. You figure it out. Gott verdammt. Anyway, ja, lass uns einen Weg herausfinden. If we don't get moving, we're gonna be permanent residents. Two heads are better than none. I'm sure we'll figure something out. Ja, wir werden schon irgendwas, Alter. You're right. Let's just take a good look around this room. Okay? Right. Right. Bin ich der Einzige, der sich einigermaßen hier nicht komplett anstellt? So. Geh auf. Was haben wir hier? Trockeneis, okay? Dry ice is just frozen carbon dioxide. Yeah, it is. Ja, es ist. I wonder how warm it has to get for it to turn back into gas again. Hell if I know. How is that going to help us anyway? Oh, well, I figured we might be able to use it to get out of here. Carbon dioxide sublimation point is negative 109 degrees. Was sublimation point? Minus 109 Grad. Okay. Any warmer than that and it'll turn into gas. Any lower, and it becomes a solid. Okay. Oh, how do you know that?
Despite my looks, I'm the queen. Queen of random knowledge. Königin des zufälligen Wissens. Looks bad to mess up when you're showing off. Oh, you're so cold, your mouth's going numb? That's fight. You're just doing that on purpose, aren't you? Was ist das? Come on, guys. Don't you think that's... Aber da muss ich Sander recht geben. Ist das nicht irgendwie ein bisschen merkwürdig? Why it doesn't turn into a liquid first? Stimmt eigentlich. Ja, was? Did seem really what? It is kind. But it can turn into a liquid. Was kann? Okay. Carbon dioxide turns to liquid if you put it under high enough pressure. Ja. But at one atmosphere, normal air pressure. It won't turn into a liquid, right? Was soll es dazu geben? Okay. See, that is weird. Water is a liquid between 32 degrees and 212 degrees. Okay. So why isn't that the case for carbon dioxide? There's a kind of ice that doesn't turn into liquid when it goes above 32 degrees. Huh? I heard about it. Ich hab davon gehört. Its melting point is 96 degrees. Der Schmelzpunkt ist 96 Grad. Ice with a melting point of 96 degrees? Eis mit einem Schmelzpunkt von 96 Grad. You mean there's water that freezes at 96 degrees? Yeah, well, you could also look at it as ice that won't melt until it's 96 ja, degrees. Ja, toll, das ist genau dasselbe, ja. So what's this ice with a melting point of 96 degrees called? I heard it's called Ice 9. Ice 9? Ice 9? Huh? Originally, Ice 9 was a made-up substance invented by a science fiction author. Aha, also das wurde mal... Es wurde nur fiktiv erfunden von einem Science-Fiction-Autor, okay? But recently, scientists have discovered that such a substance actually Aber Wissenschaftler exists. Haben tatsächlich dieses Eis gefunden, haben also die Substanz, damit man dieses Eis herstellen Wait, kann. Hold up. Warte. So is this thing called Ice 9 or is it water? Ja, gute Frage. Like I said, if the ice is over 96 degrees, it'll be liquid. If it's under that, it'll solidify. Okay. So you could think of it as a polymorph of H2O. Yeah? Here. Think of it like diamonds and graphite. Yeah. They're both made of carbon, right? Yeah. But depending on the structure of the crystallization, the hardness and structure are completely different. Yeah, that's clear. So you're saying normal water and this ice 9 are like that? Mm-hmm. Yep. Yeah. Have you heard the story about the crystallization of glycerin? Oh mein Gott, Leute. Was ist denn das hier alles für ein Wissen? 150 years okay. after the discovery of glycerin, people cooled it, warmed it. 150 Jahre her, nach der Entdeckung von Glycerin, People, also Leute, haben das gekühlt und dann wieder aufgewärmt. Sie haben alle Sachen ausprobiert. Aber egal, was sie getan haben, es wurde niemals kristallisiert. Jedoch, am Tag 1920, okay, etwas Glycerin auf dem Weg zu England bei einem Schiff wurde, also über ein Schiff, wurde etwas kristallisiert. Around the world wanted to research this new crystallized form of glycerin and asked for seeds. Okay, Wissenschaftler über die ganze Welt wollten das erforschen, warum das dann dort kristallisiert ist und fragten nach Proben. Oh, a seed is a sample of the original crystallized substance. Ja, ja. With a seed crystal, further crystallization of glycerin would be easy. Was? Okay. However, something very strange happened. Jedoch etwas sehr Merkwürdiges passiert. Not only did the glycerin encouraged by seed crystals begin to crystallize, ja? Even the samples nearby did, even though they were tightly sealed. Was? So das Glycerin in der Nähe von diesen Dingern ist okay. Wie passt das zusammen? Verstehe ich jetzt nicht. And it didn't end there. Und es ist nicht da. Was? Da kommt noch mehr. It doesn't matter where in the world it is. Nach diesem Tag ist es nicht mehr. Wichtig, wo ist in dieser Welt? Es passiert überall. Das überall ist Glycerin kristallisiert auf einmal. Alter. Before that day, no matter how glycerin was cooled, it refused to crystallize. Was ist denn das hier schon wieder? Begun, nachdem diese Kristallisierung begonnen hatte, it was almost like, how do I put it? Es war fast wie, wie soll ich das ausdrücken? It was almost like all the glycerin in the world was communicating. Oh nein!
Oh, wenn ich die schon wieder höre, ich krieg schon wieder so einen Hass, ey. Ich krieg schon wieder so viel Sodbrennen. Das ganze Glycerin der Welt tut miteinander kommunizieren. Sie sind Außerirdische. Communicating in some way that we can't sense. Leckt mich am Arsch. And now it's happening everywhere. Und jetzt passiert's überall. Eigentlich müsste ich sagen... Was? Ach so, mein Taschenrechner. Upsala. Ich muss sagen, das hat mich schon ziemlich genervt, aber ich sage jetzt trotzdem, oh, das ist ja sehr interessant. Ja, gute Frage, hä? Was passiert ist, okay. Ach so, das ist einem vorher dieses Eis 9, egal was man gemacht hat, man konnte dieses Eis noch nicht herstellen, plötzlich ging's. Mann. Das ist das Ende der Welt, ja. We're not gonna have to worry about the end of the world unless we can get out of here pretty damn quick. Das stimmt. Wir reden hier schon wieder, keine Ahnung, gefühlt 10 Minuten über Eis 9. Ja, danke. Du sagst es, Santa. Es reicht doch damit. Wir müssen endlich mal hier raus. Richtig, wir müssen raus. Ich nehme mich zwar gerade Santa, aber ich bin nicht. I freaking hate the cold. Oh, ihr hasst die Kälte. Let's get cracking, all right? We gotta find a way out of here. Ja, wir müssen einen Weg rausfinden, richtig. Selfish, isn't he? Was? Ice 9 is interesting and all, but we can discuss it more once we get out of this freezer. Wir müssen raus, richtig. Das ist richtig. Was? Wasser? Ach so, das ist warmes Wasser, das gefriert sofort. Klar, ja. Ja, ich verstehe. Und das Ding... Nein, wir kommen nicht weiter. Morph Shock. Gefrorenes Fleisch. Schweinefleisch. Like a tech? Okay, wir... Was? Wieso haben wir jetzt hier Schweinefleisch mitgenommen? Hier gibt's auch nichts mehr anderes. Was haben wir hier? So viel Zeug. Warum nehmen wir nicht mal alles raus? Ja, okay, was haben wir denn hier? Okay, wir haben ein Seil. Einen Haufen. Was haben wir hier? Eine Wasserflasche. Hier gibt's nichts mehr Interessantes. Okay. Wir haben ein Seil, eine Wasserflasche, ein Stück Fleisch, ein Messer und haben wir noch das Öl? Das Öl haben wir nicht mehr, aber wir haben noch das Trockeneis. So, hauen wir das Ding nochmal auf. Hier war jetzt auch nichts mehr, oder? Doch. Gefrorenes Hühnchen? Wir haben eine Wasserflasche, ja? Aber damit kann es nichts zu tun haben, also muss ich irgendwie kombinieren. Verdammte Scheiße. Keine Ahnung, was die jetzt hier von mir wollen. Hier oben ist auch nichts mehr, okay? Okay, was haben wir hier? Wir können das Ding nicht öffnen. Warum das Wasser fließt hier raus? Ja. In a sealed container. Danke, Santa. Danke, jetzt hast du es. Danke, Santa. So, kombinieren. Trockeneis, Action. Ach nee, das ist schon kombiniert. Warte. Wir müssen das Trockeneis kleiner machen. Wie machen wir denn das Trockeneis kleiner? Kann man das mit irgendwas kombinieren? Habe ich den gerade schon mal ausprobiert, oder?
Bin ich... Hä? Wieso bin ich gefrorenen Hühnchen? Wieso mit dem Hühnchen? Wieso nicht mit dem Schweinefleisch? Bin ich total bescheuert jetzt? Egal, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich glaube, mein Gehirn ist langsam in seiner Leistung an die Grenzen angelangt. Machen wir an der Stelle einen kleinen Cut. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ihr schaltet wieder ein zum nächsten Teil. Isa ist raus. Tschö, tschö.